Hallo, meine Lieben, hier ist die Edith. Ich hoffe, es geht euch gut. Auch in Deutschland, Österreich, Schweiz und die ganzen deutschsprachigen anderen Länder oder zumindest die Leute, die Deutsch sprechen, auch in anderen Ländern. Ich bin sehr, sehr dankbar für euch alle und dass ihr auch mir sehr viele Kommentare schreibt. Ich freue mich sehr darüber, dass wenn ich von euch höre. Und heute möchte ich ein Video machen über die 10 Jungfrauen. Und ich werde natürlich in noch mehr Detail gehen wie vorher. Ich habe schon mal ein Video gemacht über die 10 Jungfrauen. Aber heute gehe ich noch tiefer rein und vergleiche es sogar mit Offenbarung 14. Und das wird sicher ganz interessant werden. Ich habe mit jemand darüber geredet, wie man ja gerettet ist, wie man so hört. Ja, wenn man die protestantisch oder die freievangelischen Kirchen geht, da redet man ja von, wie man gerettet ist. Ja, und das ist eigentlich gar nicht so einfach. Ich habe in anderen Videos schon erzählt von der billigen, ich weiß auch nicht, auf Englisch heißt es Cheap Grace oder ja, Cheap Grace. Das heißt Gnade, also billige Gnade. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da immer ab und zu mal wieder drauf eingehen. Und weil es ja doch furchtbar, furchtbar wichtig ist, welche Jungfrauen es in die Entrückung geschafft haben. Ihr wisst ja das Gleichnis von den 10 Jungfrauen und dass nicht alle 10 es wohin geschafft haben, in die Zimmer, die Jesus Christus für uns vorbereitet. Genau das ist es nämlich. Als Jesus Christus kommt für diese Jungfrauen, denken ja 10 Jungfrauen, dass sie gerettet sind. Sie warten, 10 Stück warten auf den Bräutigam. Und 10 denken, dass sie Teil der Braut sind. Und 5 haben es nicht geschafft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das wissen, was da los war. Ja? Und deswegen will ich darüber heute nochmal reden, weil es einfach so wichtig ist. Wir wollen vorbereitet sein auf den Herrn, wenn er kommt. Und viele legen ja so oder lehnen sogar die Entrückung ab. Und wenn ich von Entrückung rede, dann rede ich von 1. Thessaloniker 4 und 5. Und ich rede auch davon, in Korinther ist es auch nochmal, ja. Da wird weniger darüber geredet, aber ihr könnt das auch, ich glaube, im 1. Korinther finden. Da könnt ihr danach forschen. Ihr habt alle einen Computer und ich denke sicher, dass oder zumindest Internet und ihr könnt da gut nachforschen, wo das steht. Das ist nicht nur im 1. Thessaloniker 4. Wir wissen ganz eindeutig, dass Jesus Christus wiederkommt. Warum? Weil er unser Bräutigam ist und weil er uns gesagt hat im Johannesevangelium 14 hat er uns gesagt, dass er Wohnungen für uns vorbereitet und dann, dass er wiederkommt und uns holt. Warum? Weil er unser Bräutigam ist. Wir müssen das auch verstehen. Das ist, finde ich, auch das Allerwichtigste, dass wir verstehen, dass wir Braut sind. Ja, Braut. Viele sagen, ach nein, das ist gar nicht in der Bibel. Und viele denken, dass zum Beispiel das neue Jerusalem Braut ist von Jesus. Warum wollte der eine Stadt? Natürlich ist die Braut in der Stadt drin, in dem neuen Jerusalem. Es heißt nämlich in Offenbarung 21, glaube ich, oder ja, ich glaube 21, dass die Stadt herunterkam, angetan wie eine Braut, wie eine Braut. Warum? Die Braut lebt in der Stadt und Jesus baut der Braut eine Stadt, baut der Braut Zimmer. Das ist einfach auch im Alten Testament schon beschrieben.
obwohl es sehr verdeckt ist dort. Damals hatte man das ja gar nicht gewusst von dieser Braut, ja, von dem Messias, dass ja der Messias gar nicht alleine ist. Das hat man damals gar nicht gewusst im Alten Testament. Und trotzdem hat Jesaja prophezeit. Jesaja 26, 19 bis 21 hat prophezeit, dass die Toten auferstehen werden und danach werden die Menschen, also die Auserwählten von Gott, werden zu denen werde gesagt, tut euch in euren Zimmern verstecken. Ja, was für Zimmer redet er? Die Zimmer hier auf Erden? Warum sollen sie verstecken? Weil der Zorn Gottes jetzt kommt. Und sie sollen sich verstecken, nicht auf Erden, weil da sind sie ja nicht sicher. Ja, wenn ein Meteor auf die Erde fällt, dann ist auch das Haus kaputt. Und viele glauben das auch nicht. Ja, sie denken dann, dass sie geschützt sind während dem Zorn Gottes. Nein, nein. Wenn irgendwas verbrennt oder diese ganzen Katastrophen, dann gehen wir, jetzt sterben wir genauso, wenn wir übrig bleiben. Und genau das wollen wir ja verhindern, dass wir übrig sind, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und deswegen müssen wir wissen, aha, wie sind wir vorbereitet? Ich bin ja katholisch, also erzogen. Meine ganze Familie ist katholisch. Ich komme von einem ganz kleinen Ort, katholischen Ort. Gab es nur katholisch. Also ich glaube, in meiner Klasse gab es vielleicht, geh mal acht, zwei Mädchen, die in unsere Klasse gekommen sind, aber die zugezogen sind und zugezogen ja sind. Und ich glaube, eine davon war evangelisch. Wir haben also niemand in unserem ganzen Ort fast war evangelisch. Wir hatten ja eine Kirche und das war katholisch. Und ich bin katholisch aufgewachsen. Und da habe ich nie was gelernt von wegen, man ist gerettet. Nein, als Katholik hat man nie gewusst, also zumindest wo ich aufgewachsen bin, dass wir gerettet sind. Gar nie. Wir haben gute Werke tun sollen. Und wenn wir keine gute Werke tun und wir nicht gut genug sind, ja, dann kommen wir zuerst mal vielleicht ins Fegefeuer. Und dann werden Messen gelesen. Und ja, und so weiter und so fort. Und dann kommen wir nicht in den Himmel. Niemand weiß wirklich, ob irgendjemand in den Himmel kommt. Es gibt keine Sicherheit bei den Katholischen. Ja, und dann, als dann die Reformation kam, hat natürlich dann Luther gesagt, die protestantische Reformation, Luther und die Anhänger haben gesagt, ja, wir sind gerettet durch den Glauben. Und als ich dann, ja, nach Amerika kam und ich ging dann in baptistische Gemeinden, habe ich natürlich das gelernt oder bin Bibelstunde gegangen, habe ich das gelernt, dass man nur durch den Glauben gerettet ist. Aber das war nicht genug. Das ist immer noch nicht genug. Ja, natürlich sind wir nur durch unseren Glauben gerettet. Also, ich bin leider unterbrochen worden. Aber ja, bei den Katholischen, haben wir nie gewusst, ob wir wirklich gerettet sind. Und dann kommt eben ja, Luther und sagt, man ist nur gerettet durch die Werke. Und dann habe ich gelernt, als ich in die baptistischen Gemeinden gegangen bin, ja, dass wir durch den Glauben gerettet sind. Und ich habe das auch gelesen, weil das Paulus natürlich predigt oder schreibt, ja, dass kein Mensch durch die Werke gerettet ist. Keiner. Und das stimmt alles. Wir sind nicht durch die Werke gerettet. Wir sind Sünder. Und wir werden bis zum Ende immer wieder sündigen. Und wir werden Jesus Christus brauchen. Immer wieder müssen wir unsere Sünden bekennen und zu ihm kommen. Aber er ist für unsere ganzen Sünden gestorben. Und das stimmt. Und also da braucht man sich gar nicht drüber streiten. Das ist einfach so. Aber das ist noch nicht alles.
wie hatten der, wie heißt der? Jakobus. Jakobus hat gesagt, Glaube ohne Werke ist tot. Und was hat er damit gemeint? Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, dass wenn jemand wirklich Jesus Christus nachfolgt, und es ist nicht nur, wir nehmen Jesus als unseren Retter an, ja, das reicht nicht, Leute. Wir können nicht nur sagen, ja, wir sind gerettet, weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Und dann tun wir gerade noch das, was wir wollen. Ja, wir haben dann unsere eigene Agenda, wir haben unsere eigenen Pläne, und das ist dann alles. Ja, wir bringen ja die Werke, was wollt ihr denn? Das ist es nicht. Wir bringen die Werke, die Gott von uns möchte, wenn wir ihm nachfolgen. Nicht unsere eigene Agenda, nicht die Agenda von einem Pastor, nicht die Agenda von einem Politiker. Ja, weil viele denken nämlich sogar, dass wir uns beugen müssen den Regierungen. Ja, da steht was. Tut euch untertan den Regierungen. Aber untertan heißt nicht, dass wir total blindlings unseren Regierungen folgen. Auf gar keinen Fall, Leute. Wir müssen immer Jesus Christus zuerst folgen. Immer. Ja, immer Gottes Plan folgen und nicht den Plan von den Regierungen. Und das ist eben eine gute Kombination. Das heißt, wir nehmen Jesus Christus an als Retter. Ja, er ist für uns gestorben am Kreuz, für unsere Sünden. Warum? Weil wir nämlich gefallene Wesen sind, weil wir gegen Gott rebellieren. Wir haben das in unserem Gen, ja, unserem genetischen, also unserem Gengut, dass wir einfach rebellieren und dass wir Gott immer wieder nicht gehorchen. Und deswegen musste Jesus Christus kommen und für uns sterben. Aber das ist nicht genug, sondern wir müssen ihm auch folgen. Wir müssen ihm total folgen. Und nur dadurch, wenn er unser Führer ist, wenn unser Bräutigam ist, ja, können wir mit ihm verbunden sein. Gott hat ja gesagt in Genesis, der Mann soll Vater und Mutter verlassen und mit seiner Braut oder mit seiner Frau zusammenkommen und sie werden dann eins werden. Das könnt ihr in, mal acht, wo steht das, in Genesis oder 1. Moses 2. Da steht das, nachdem Gott den Menschen getrennt hat und es war dann der Mann und der Frau da, da hat er dann gesagt, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden eins werden. Und genau das ist passiert eben mit Jesus Christus. Messias, Jesus Christus, hat seinen Vater im Himmel verlassen. Ja, eigentlich ist er ja Gott selber, aber er hat den Himmel verlassen und kam zu den Menschen, und um eine Braut für sich auszusuchen, damit er mit ihr eins wird. Das Ganze ist ja wirklich eine Heirat, was hier passiert. Und viele überlegen sich das nicht. Sie überlegen sich nicht, dass sie ja Jesus Christus als Bräutigam auswählen. Und gar nichts anderes. Nicht, oh ja, er ist unser Retter und er heilt uns oder was auch immer. Nein, er ist auch unser Führer, unser Bräutigam. Wir werden ihm nachfolgen, wo auch er immer er hingeht. Und dadurch sind wir einfach mit dem Heiligen Geist verbunden. Das heißt, der Weinstock, er ist der Weinstock und wir sind die Zweige. Und wenn die Zweige nicht im Weinstock eingepropft sind, dass sie eins werden, dann kann der Heilige Geist nicht in uns fließen. Weil ja Jesus Christus ist ja Gott im Fleische
Und er hat den Heiligen Geist in sich. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, dann haben wir auch den Heiligen Geist. Und ohne das haben wir nicht den Heiligen Geist. Und dann kann eben Jesus sagen, ich kenne euch nicht. Ja, kennt ihr das Wort? Ich kenne euch nicht. Und zwar steht das in Matthäus 25 am Ende von dem Gleichnis. Ihr wisst ja, in dem Gleichnis, das sind ja 5 törichte Jungfrauen und 5 weise Jungfrauen. Ja? Mal gucken hier. Also kluge. Ich nenne sie immer weiß. Aber sie sind klug, ne? 5 törichte und 5 kluge. Also weise Jungfrauen. Und wir wissen ja, dass nur die 5 klugen in die Zimmer kamen. Also die Zimmer, die Jesus Christus vorbereitet hat in Johannes 14. Kommen dann nun nur die 5 klugen Jungfrauen. Ja? Wiederum, Jesus Christus bereitet ja uns jetzt Zimmer vor. Und ich hoffe, dass ihr das wisst, weil wenn ihr wirklich glaubt, dass er der Bräutigam ist, dann müsst ihr normalerweise das Heiratszeremoniell kennen. Und das Heiratszeremoniell eben ist das Heiratszeremoniell von den Hebräern. Also wenn wir heute das jüdische Heiratszeremoniell anschauen, da gibt es sehr viele symbolische Dinge in diesem Heiratszeremoniell. Und zwar haben wir auf YouTube ganz viele Heiraten, jüdische Heiraten. Und wenn ihr euch die anschaut, dann könnt ihr ganz bestimmt dieses Heiratszeremoniell noch erkennen. Also das alte jüdische, also das alte hebräische Heiratszeremoniell. Und nach diesem Heiratszeremoniell, geht der Bräutigam zur Braut, also zu dem Elternhaus der Braut. Und natürlich ist der Vater und die Mutter auch da, aber der Bräutigam, der sagt der Braut und natürlich den Eltern, hier ist mein Vorschlag, ich möchte eure Tochter heiraten. Und dann setzen sie sich zusammen und sie müssen eben dann die Details ausarbeiten. Ja, was jetzt der Mann erfüllen muss und was die Frau erfüllen muss. Und sie kommen dann, wenn die beide also sich einig sind, kommen sie dazu, dass sie sagen, okay, die Braut muss dazu stimmen. Ja, das macht nicht der Mann, also das macht nicht der Vater, sondern die Braut muss dazu stimmen. Sie muss also sagen, ja, ist okay, ich heirate dich. Ja, ich stimme diesem Vertrag zu und dann trinken sie Wein, um diesen Vertrag zu siegeln. Ja? Und das haben wir ja auch heute noch in unserem während dem Abendmahl. Der Kelch, das Blut, das ist symbolisch eben für diesen Wein, der getrunken worden ist. Und Jesus sagt, tut dies, damit ihr euch daran erinnert, dass wir einen Vertrag geschlossen haben. Ich habe den Brautpreis bezahlt mit meinem eigenen Leben. Und du hast es angenommen. Ja? Und das ist nur der erste Teil, Leute. Nur der erste Teil, dass wir ihn annehmen, dass wir seinen Brautpreis annehmen, dass er für uns gestorben ist. Ja, dass er für uns bezahlt hat, diesen Brautpreis. Das ist erst der Anfang. Aber, hör zu, wir müssen das annehmen, wir müssen es verstehen, dass jetzt nur das der Anfang ist von unserer Heirat. Weil da fängt die Heirat an, die hebräische Heirat. Das ist nicht nur die Vermählung, sondern das heißt Betrothal oder Betrothal. And when you betroth, das ist genauso viel wie verheiratet schon. Du hast schon dich, du hast dich entschlossen, eben diesen Mann zu heiraten.
Aber das ist nicht das Ende. Ja, das heißt, die Braut geht jetzt nicht nach Hause und die Braut und der Bräutigam haben jetzt nicht so eine Heirat und sagen, nächste Woche haben wir die Heirat. Sondern der Bräutigam muss zuerst gehen und eine Stätte für die Braut vorbereiten. Ja? Und das dauert meistens ein, oder damals früher hat es 1 bis 2 Jahre gedauert, bis der Bräutigam fertig war. Und dann kommt der Bräutigam zurück. Aber der Bräutigam kommt nicht alleine, sondern der Vater von Bräutigam hat zu sagen, wenn die Wohnung fertig ist. Nur der Vater, und merkt euch das, ja, weil ja das immer symbolisch ist für die Heirat oder ja, für die Heirat, für die Rückkehr von dem Bräutigam, ja, nur der Vater weiß die Stunde, den Tag und die Stunde, ja, das kennen wir ja, und wenn ihr das hört, dann wisst ihr ganz genau, aha, das hat etwas mit der Entrückung zu tun, also mit der Rückkehr von dem Bräutigam. Und der Bräutigam kommt zurück für seine Braut. Das kann 2 Jahre dauern, 2 Jahre. Aber die Braut weiß nicht, wenn der Bräutigam kommt, ja. Das heißt, er kommt und sie muss immer bereit sein, immer bereit sein. Sie hört ihn, wenn er kommt, lautes Geräusch gemacht, ja, und deswegen hört sie ihn kommen, aber sie muss bereit sein, sie muss alles fertig haben, und so war das eben früher, das ist halt eben der Fall gewesen. Heute, die hebräische oder die jüdische Hochzeit, da, die machen das nicht mehr mit dem 1 bis 2 Jahren, da ist alles auf einmal, ja, sie, wenn sie halt beschließen, sie heiraten, und dann ist das Heiratszeremoniell und aber immer noch gehen sie in das Huppa. Die Huppa, das ist, wenn der Bräutigam zurückkommt und die Braut holt. Und das ist immer noch in diesem Zeremoniell drin, dass die Braut ja geholt wird und sie gehen dann zusammen in die Huppa. Und das ist immer noch, die gehen dann wirklich in ein Zimmer für eine kurze Zeit und dann kommen sie heraus und dann ist das eigentliche Fest. Ja? Und so ist es aber genauso mit Jesus und seiner Braut. Wenn er kommt und seine Braut holt, wenn der Vater sagt, die Zimmer sind fertig, ja, holt er seine Braut mitten in der Nacht, ja, mitten in der Nacht, Leute. Ja, das ist wichtig. Und so ist es halt auch mit diesem Gleichnis von den Jungfrauen, dass er mitten in der Nacht kommt. Dieses Gleichnis ist sehr nah an der Wirklichkeit, ja, sehr nah an der Wirklichkeit. Ich glaube, es ist vielleicht das Einzige, das ganz, ganz nah an der Wirklichkeit ist, weil es wirklich so ist. Und jetzt gucken wir uns mal diese Jungfrauen an. Wir haben dann 10 Jungfrauen. Was heißt das? Das heißt, während der Zeit, wo der Bräutigam weg war, ja, müssen diese Jungfrauen oder muss die Braut darf keinen anderen Mann natürlich sehen. Sonst, wenn der Bräutigam zurückkommt, die Braut holt und in die Huppa geht, wo sie ja zum ersten Mal Geschlechtsverkehr haben, dann ist sie keine, was, Jungfrau mehr. Und deswegen könnte zum Beispiel dieser Bräutigam diese Braut steinigen, weil sie ja Ehebruch begangen hat. Das müsst ihr überlegen, weil das ist ja geschehen mit Maria und Josef. Josef ist gegangen, sie haben sich, wir sagen vermählt, aber sie waren nicht vermählt, sie waren schon verheiratet. Und dann sind sie gegangen, ist der Bräutigam gegangen, hat der Maria einen Platz vorbereitet. Und als er dann noch nicht mal zurückgekommen ist, hat er gehört, aha, die Maria ist schwanger. Und jetzt wollte er sie heimlich, wie nennt man das, heimlich scheiden lassen. Ja, er wollte das Maria nicht antun, dass sie vielleicht gesteinigt wird. Nein, er hat es heimlich, wollte das tun. Ja, aber er hat es ja dann nicht getan, weil Gott gesagt hat, nein, nimm Maria an. Aber so geht das mit der Heirat. Die Heirat zwischen der Braut und dem Bräutigam, also Jesus Christus und den Gläubigen, den wahren Gläubigen. Deswegen sage ich so oft,
Wahre Gläubige. Was sind wahre Gläubige? Leute, wahre Gläubige sind diejenigen, die Jesus wirklich nachfolgen. Und das sehen wir heute, ja, in den zwei Beispielen mit dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Das heißt, die 10 Jungfrauen sind rein. Ja, sie sind nicht anderen Göttern nachgelaufen. Ja, sie sind nicht anderen Männern nachgelaufen, während ihr Mann, Ehemann, die Zimmer vorbereitet hat. Ja, sie sind weiterhin, haben sie sich vorbereitet für den Bräutigam. Sie haben alles bereit gehabt, was nötig war, um ein Haushalt anzufangen. Und sie haben sich auch sonst, vorbereitet auf den Bräutigam. Sie haben gewartet. Sie haben, gewartet, Leute. Sie sind da draußen gewesen, haben Partys gemacht oder gefeiert, ja, mit den Freunden. Nein, diese Frau war verheiratet. Sie hat den Bräutigam schon gehört am Anfang, als sie gesagt hat, ja, ich nehme den Kelch an, ja, ich nehme dein Blut an zur Vergebung der Sünden. Als sie das gesagt hat, hat sie gesagt, ja, ich nehme meinen Bräutigam an und ich werde meinem Bräutigam nachfolgen. Wir sehen das hier sehr bald in Offenbarung 14. Aber ganz kurz noch zu diesem Gleichnis, weil das ist ganz wichtig, dass wir das Gleichnis verstehen. Warum sind nur 5 in die Zimmer gekommen? Als der Bräutigam kam, sie geholt hat und hat dann die Tür geschlossen, warum hat er nicht gewartet, hat er nicht gewusst? Nein, er hat gesagt, am Ende hat er gesagt, nee, ich kenne euch gar nicht, ja? Wo steht das? In 12. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Was? Der Bräutigam kennt seine Braut nicht? Ist doch ein bisschen komisch, oder? Was heißt das? Warum kennt er seine Braut nicht? Warum? Weil sie nie eins mit ihm wurde. Das war deswegen. Ja? Sie wurde nie eins. Warum wurden 5 nicht eins? Jetzt gucken wir mal die Jungfrauen an. Die Jungfrauen, beide sind Jungfrauen. Ja? Das heißt, sie haben weiße Kleider an, sie haben sich gekleidet als Jungfrauen. Jeder hat gewusst, die sind Jungfrauen. Ja, sie sind also, ja, heute kann man sagen, sie sind Christen. Sie haben sich Christen genannt, sie haben gesagt, ja, wir haben Jesus Christus als unser Retter angenommen. Er ist für uns gestorben. Und dann haben sie sogar Lampen gehabt. Lampe symbolisiert das Gesetz. Oder, ich möchte jetzt nicht Gesetz sagen, aber den Plan Gottes. Zum Beispiel das Gesetz Moses ist ja der Plan, den uns Gott gegeben hat. Teil von unserem Plan ist, dass wir zum Beispiel die Festtage von dem Herrn kennen. Wenn wir die Festtage von dem Herrn nicht kennen, wie können wir dann wirklich den Plan Gottes folgen oder dem Gesetz Gottes folgen? Das ist wirklich ein Teil, ein ganz wichtiger Teil vom Gesetz Gottes oder von dem Plan Gottes, dass wir diese Festtage, die 7 Festtage von dem Herrn kennen. Und wenn ihr das nicht kennt, das ist nämlich sehr wichtig, weil die ersten 4 sind schon erfüllt. Und dann haben wir noch 3 übrig und das nächste, das erfüllt wird, ist eben diese Entrückung, wenn der Bräutigam zurückkommt. Und das ist das Fest der Trompeten. Wenn ihr nicht so diese Festtage nicht so gut kennt, guckt meine anderen Videos an. Vielleicht tue ich eins unten dran über die Festtage, damit ihr euch das anschauen könnt, damit ich nicht jetzt da drauf eingehen muss. Aber ich finde halt, das ist sehr wichtig, dass wir diese Festtage kennen. Damit wir wissen, hallo, wann kommt Jesus wieder oder um welche Zeit rum kommt Jesus wieder? Jesus kommt wieder an dem Fest der Trompeten, weil alle Zeichen, diese symbolischen Dinge, alle darauf hindeuten. Wie zum Beispiel ein Tief in der Nacht oder keiner kennt die Stunde oder den Tag, nur der Vater. Die sind alle symbolisch für diesen Tag von den Trompeten. Aber Jesus kommt dann in der Nacht
Und wir müssen, diese törichten Jungfrauen haben auch die Lampen. Ja? Sie wissen also ganz genau über die Gebote, sie folgen die Gebote, wissen, ja, sie können sie vielleicht sogar in der Bibel aus, sie wissen alles, was in der Bibel steht. Ja, sie können dir tausend Dinge sagen von der Bibel, vielleicht sogar besser wie ich. Ja, kennen vielleicht die Bibel sogar auswendig. Ja, das ist alles die Lampe, das symbolisiert die Lampe. Sie sehen aus wie wirklich Gläubige. Aber, was haben sie nicht? Das Öl, ja, und das Öl ist ein Zeichen vom Heiligen Geist. Das wissen wir, weil nämlich die Könige gesalbt werden mit Öl. Und dadurch sollen sie eben den Heiligen Geist empfangen. Ja, das ist das Zeichen des Heiligen Geistes, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Natürlich können wir nicht einfach Öl benutzen und uns ölen, sondern das muss was passieren. Das heißt, wir müssen wirklich Jesus Christus folgen. Das heißt, wir müssen mit ihm verbunden sein. Und wenn wir nicht mit ihm verbunden sind, was ich gerade gesagt habe, dann kann der Heilige Geist nicht in uns reinfließen. Und das ist halt eben das Öl. Dann sind wir nämlich eine Leuchte. Ja? Dann können wir auch leuchten, weil wir den Heiligen Geist haben. Und das ist eben das Symbol. Und diese törichten Jungfrauen hatten dieses Öl nicht. Aber sie haben ausgesehen, ganz genau wie die anderen. Sie haben gesagt, sie sind Jungfrauen. Ja, sie haben sogar nicht mal Ehebruch begeben. Ja, sie waren rein. Sie sind Jesus nachgefolgt. Aber wie gesagt, sie sind halt nie mit ihm verbunden. Sie waren nie mit ihm verbunden. Ja, sie haben nie diesen Kelch angenommen und haben gesagt, ja, ich nehme diesen an, das ist Jesus Christus, mein Bräutigam, und ich werde ihm nachfolgen. Nachfolgen. Aber ich habe gesagt, ich möchte noch nicht nur Matthäus 25 anschauen, sondern auch Offenbarung 14. Und warum? Weil das sehen wir nämlich, diese Jungfrauen. Ja? Und viele sehen das nicht. Ja? Viele sagen, ja, wir sehen überhaupt nicht die Entrückung in der Offenbarung. Und ja, das stimmt. Wir wissen das nicht. Wir sehen keine Entrückung. Johannes hat die Entrückung nicht gesehen in der Offenbarung. Warum? Als Johannes in den Himmel ging, ging die Braut mit ihm. Ja? Das war genau die Zeit, als die Braut auch in den Himmel ging. Und wenn er dann, als Johannes im Himmel war, sieht er im Himmel die Braut. Und das wollen wir dann uns heute mal anschauen. Es gibt zwei Teile, also zwei Hauptteile, wo Johannes die Braut sieht. Und der erste Teil ist in Offenbarung 7, die große Schar. Ja? Und ihr könnt diese große Schar ganz eindeutig mit diesen 144.000 auf dem Berg Zion vergleichen. Nicht die 144.000, ja, nicht die 144.000 Versiegelten. Nein, das ist eine andere Gruppe. Die übereinstimmen nicht, ja, von der Definition her, mit diesen 144.000, diesen Versiegelten. Das ist eine ganz andere Gruppe. Wir sehen hier in, ganz interessant, hier steht auch, und zwar habe ich ja Schlachter, und da steht oben drüber, das Lamm und seine Erkauften. Okay, das Lamm und seine Erkauften. Und wer sind das? Das ist die Braut. Ja, das ist die Braut, die wahren Gläubigen. Und das lesen wir halt jetzt mal in Vers 14. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Sie trugen den Namen seines Vaters auf ihrer Stirne geschrieben. Und in meiner Übersetzung, in der englischen, steht auch drin, dass er seinen Namen und den Namen seines Vaters
Ja, so steht da. Also sein Name, der Name des Lammes und seines Vaters auf der Stirn geschrieben. Das ist nicht Versiegelung. Ja? Das ist der Name von dem Lamm und von dem Vater. Ja, das ist nicht das Gleiche. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ihr könnt dann weiterlesen. Und ich gehe dann zu Vers 3. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron. Ja, ganz wichtig. Sie stehen vor dem Thron. Stehen. Sie sind nicht tot. Ja, sie haben einen Körper, einen verklärten Körper. Sie können stehen. Jetzt steht hier, sie stehen vor dem Thron. Der Thron ist wo? Im Himmel. Aber hier sehen wir als alles Erstes, dass sie auf dem Berg Zion waren. Ja? Viele denken, Berg Zion, das muss in Israel sein. Nein, Leute. Nein, Leute. Ich habe da auch schon ein Video gemacht, eine gute Studie darüber, was Berg Zion ist. Das ist nicht der Berg, unbedingt in Israel. Der Berg Zion kann auch das neue Jerusalem sein. Ja, das ist Berg Zion, das neue Jerusalem, der neue Berg Zion. Und weil halt das Lamm und seine Braut dort sind, dann wissen wir halt, dass es nicht auf diesem Berg Zion ist in Israel, sondern im Himmel. Das heißt, in der neuen Stadt Jerusalem, ja, die Jesus ja vorbereitet hat für die Braut. Und dort im Himmel hat halt Jesus Christus dieses neue Jerusalem vorbereitet für die Braut. Ja, und da gehen sie dann hin, wenn die Tür geöffnet wird, wenn der Bräutigam kommt, holt er seine Braut und sie gehen in das neue Jerusalem und die Tür wird geschlossen. Ja? Und deswegen steht halt hier, dass sie vor dem Thron stehen, vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Wo sind diese schon mal vorgekommen? Ja, ich glaube in Offenbarung 3 oder 4 sind die schon mal vorgekommen. Ja, diese Älteste, die ja oben im Himmel sind. Und genau da, als Johannes zum ersten Mal halt in den Himmel kam, da hat er die gesehen. Diese vier lebendigen Wesen und die Ältesten da oben. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Ich habe da auch schon ein Video natürlich darüber gemacht, über Offenbarung, wo ich das gesagt habe, dass eigentlich vielleicht die Ältesten, es sind eigentlich sozusagen symbolisch eben für die, also 24 sind da 24 Älteste, für eben Israel und die Juden. Das heißt beide, dass alle Heiligen da oben sind. Und es steht hier, nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Ja, erkauft. Sie wurden erkauft. Das habe ich gesagt. Jesus Christus hat für sie bezahlt. Mit seinem eigenen Blut. Sie sind gekauft worden. Jesus hat den Brautpreis bezahlt für seine Braut. Mit seinem eigenen Blut. Und das sagt er eben hier. Und dann geht's weiter. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Denn sie sind jungfräulich und rein. Das heißt, sie sind Jungfrauen. Was soll das jetzt heißen? Heißt das jetzt, dass nur Männer die Braut sind? Nein. Ich glaube schon, dass es vielleicht nicht so eine gute Übersetzung ist. Ich weiß, meine englische Übersetzung sagt auch Frauen. Sie haben sich nicht befleckt mit Frauen. Aber Frauen können sich ja auch mit Männern beflecken. Das heißt, wenn es hier heißt, die mit Frauen sich beflecken, das heißt, sie waren Jungfrauen, ja? Sie waren Jungfrauen. Man sagt, steht ja dann danach, denn sie sind jungfräulich rein, ja? Das heißt, sie
waren zu Hause, als der Bräutigam die Wohnungen vorbereitet haben, und sie haben sich nicht dann befleckt mit anderen Männern, mit denen sie vielleicht rumgezogen sind, als der Mann die Wohnungen vorbereitet hat. Ja, das sagt es eben. Sie waren Jungfrauen. Das ist das. Es hat nichts damit zu tun, dass es nur Männer sind, die sich dann vielleicht, was weiß ich, mit Frauen rumgehurt haben. Das hat auch, weil wir wissen ja, das Braut besteht ja aus Männern und Frauen. Ja, aber das Hauptding ist einfach, dass sie Jungfrauen waren. Wir sehen in Offenbarung 19, das könnt ihr selber lesen, da habe ich jetzt keine Zeit dazu, dass ich da vorbeigehe. Ihr könnt es lesen, ist ganz interessant, dass Jesus Christus, und ich habe es auch schon mal benannt, dass Jesus Christus ja, als er gekommen ist auf seinem Pferd, dass er sein Gewand in Blut getränkt war. Ja, lest es. Und viele glauben mir das nicht. Aber das Blut, das er getränkt ist, ist ja ganz kleiner Tropfen Blut aus seinem Gewand. Ja, das hat nichts mit der Schlacht zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass eben seine Braut Jungfrau war. Ja, weil der Bräutigam muss beweisen, nachdem sie in diese Huppa gehen, in diese Wohnungen, muss dann die Braut beweisen, dass sie Jungfrau ist. Und dann kommt der Bräutigam heraus aus diesem Huppa und zeigt, dass die Braut durch einen Flecken auf seinem Gewand, also Blutflecken, dass die Frau eine Jungfrau war. Ja, das ist alles traditionell hebräische Tradition. Ja, das muss einfach so sein. Ich weiß gar nicht, ob das heute gemacht wird oder nicht. Aber früher wurde das eben gemacht. Heute glaube ich nicht, weil die nicht jetzt dann da in die Huppa gehen und dann Geschlechtsverkehr haben. Das machen sie natürlich hinterher, weil ja dann gleich anschließend die Feier ist. Aber früher war das halt so. Die Frau musste beweisen, dass sie jungfräulich war. Und dann geht es weiter. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus dem Menschen erkauft worden, wiederum erkauft worden, als Erstlinge. Das habe ich ja schon vorher gelesen, in meinem letzten Video gelesen, für Gott und das Lamm. Ja, das haben wir schon besprochen, dass sie zuerst von dem Bräutigam zuerst ausgesucht worden sind, vor der ganzen Ernte, ja, und da steht es aber eindeutig, weil das alles sehr symbolisch ist, eben mit der Heirat von dem Braut und der Bräutigam und dem Bräutigam. Ich hoffe, Leute, dass das euch geholfen hat. Aber das ist das alles Wichtigste, dass sie dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Das heißt, wir können nicht der Welt nachfolgen. Wir können nicht den Politikern nachfolgen, was die Politiker sagen. Wir können nicht unseren Ärzten nachfolgen, was die Ärzte sagen. Wir können nicht unseren Pastoren, schon gar nicht unseren Pastoren nachfolgen, weil heute die Pastoren alle oder die meisten fehlgehen. Sie sind total auf dem Irrweg, Leute. Total, ihr könnt von mir aus, wenn ihr wollt, wie nennt man das? Ausreden für sie finden. Das ist mir ganz wurscht, egal. Dann habt halt Ausreden für sie. Nein, egal, wenn sie Pastoren sind und es ist mir wurscht, egal, ob sie, was für Pastoren sie sind. In dem Moment, wo sie sagen, sie führen die Herde, dann sind sie am besten rein oder sie sollen ihren Mund halten. Genauso ist es. Natürlich können wir alle Fehler machen. Alle. Wir können alle Fehler machen. Aber wir müssen unsere Fehler eingestehen. Ja? Eingestehen, wenn wir Fehler machen. Und nicht sagen und nicht verdecken. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, oder stur sein und weiterhin einfach stur weitermachen. Das ist einfach nicht gut. Und wenn dann das noch ein Pastor ist, der denkt, er führt die Herde,
Er will die Herde führen. Und er führt die Herde in die falsche Richtung. Und die Leute sind nicht bereit, wenn der Heiland kommt. Und sie predigen nicht, dass die Herde nur dem Heiland nachfolgen, dem Hirten. Das ist natürlich schlimm. Wenn sie dann sagen, ja, vertraut nur auf die Politiker und macht natürlich ganz genau das, was die Politiker sagen. Oder macht ganz genau, was die Ärzte euch sagen. Wenn die euch sagen, ihr sollt euch scherben lassen, dann lasst euch halt scherben. Ja? Da gibt euch halt diesen, wenn ihr das unfair wollt. Ja? Oder wenn sie sagen, hallo, euer Immunsystem ist nicht genug. Ja? Ihr müsst eine falsche Immunsystem hier kreieren, weil ja euer Immunsystem ist ja nicht gut geschaffen, der Herr hat ja einen Fehler gemacht. Natürlich sagen sie das nicht. Aber so kommt es zu mir herüber. Hallo, der Herr hat einen Fehler gemacht an unserem Immunsystem. Und deswegen müssen wir uns auf die pharmazeutischen Firmen verlassen. Deswegen müssen wir uns auf unsere Politiker verlassen. Deswegen müssen wir uns auf die Ärzte verlassen. Nein, so geht das nicht. Ja? Wir müssen uns auf unseren Herrn verlassen. Und wir wissen, dass unser Herr ganz genau weiß, was er tut. Unser Herr weiß das, was er tut. Ja? Gott hat uns wunderbar geschaffen. Natürlich, durch den Sündenfall gibt es auch sehr viele schlimme Dinge, ja? Die geschehen. Aber für 6000 Jahre, Leute, haben wir in Harmonie mit den Viren gelebt. Natürlich gab es immer wieder vielleicht solche Pandemien, ja, das heißt immer wieder. Diese Pandemien gab es wirklich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man uns die Menschheitsgeschichte anschaut, gab es die wirklich nicht so arg oft. Und oft sind sie verursacht durch Menschen. Eindeutig sind sie durch Menschen verursacht. Nur nicht durch Gott und wie er uns geschaffen hat, aber eindeutig durch die Menschen. Zum Beispiel, dass wir einfach übervölkert sind, überbevölkert, und dadurch eben immer wieder müssen wir ja gereinigt werden. So ist es halt. Aber ich komme jetzt zum Ende, meine Lieben. Ja, ich bin jetzt lang genug, habe ich darüber geredet. Lasst den Heiligen Geist euch leiten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, lasst es mich wissen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.